Nächster Redner kommt von der FPÖ, ist dies Christian Ries. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit in Verhandlung. Herr Abgeordneter Ries, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Heute wird dann später unter Punkt 14 der Tagesordnung eine Petition zur Kenntnis genommen, deren Anliegen sich einerseits zwischenzeitlich erledigt hat, aber andererseits doch erfüllt hat. Es ist die Petition zur Fortführung des Ibiza-U-Ausschusses. ÖVP und Grüne haben damals gemauert und ich glaube, heute wäre es Ihnen aber lieber, wäre dieser Ausschuss verlängert worden, denn der jetzt kommt, wird quasi tagesaktuell sein. Für uns war das Ziel des Ibiza-U-Ausschusses damals klar, es sollte eine angeschlagene FPÖ zu Fall gebracht werden. Das war das, was eigentlich bestellt worden war. Und zunächst lief es ja auch sehr gut für die Jagdgesellschaft. Alles lief wie am Schnürchen. Eine gute Wahl geschlagen, neue Regierung, alles gut. Aber irgendwann reißt jede Glückssträhne. Und es beginnt einiges schief zu laufen. Die Corona-Pandemie, dazu einige Verordnungen, die für den Mistkübel waren, falsche Budgetzahlen und ein U-Ausschuss, der das nicht bringt, was erwartet wird. Denn was liefert der U-Ausschuss? Einen Einblick in einen türkisen Staat im Staate mit einer eigenen Prätorianergarde. Plötzlich geht es um falsche Beweisaussagen, falsche Treue und Untreue, um Bestechung und Bestechlichkeit und um Veröffentlichung gefälschter Umfragen aus Steuermitteln. Und alles belastet die ÖVP. Und gerade der Sachverhalt, der dieser dringlichen Anfrage zugrunde liegt, beweist doch, wie dringend dieser kommende Ausschuss sein wird. Denn es fällt mittlerweile schwer, der ÖVP zu glauben. Und wir werden, wie in den vorhergehenden Untersuchungsausschüssen, mitwirken, um festzustellen, was aus diesen ungeheuerlichen Vorwürfen dran ist, die sich bereits aus den bestehenden Aktenteilen ergeben. Ja, und seit den Hausdurchsuchungen vorige Woche, der Festnahme einer Meinungsforscherin und dem Löschungsauftrag im PK, stehen nun weitere Verdachtsmomente im Raum. Es sind dies der Bruch des Amtsgeheimnisses, Unterdrückung von Beweismitteln und Datenbeschädigung. Wie gesagt, wir werden sehen, ob sich diese und andere Vorwürfe bestätigen. Wir als freiheitliche Fraktion im Nationalrat werden unserem Auftrag korrekt nachgehen. So viel können wir jedenfalls versprechen. Und wir können versprechen, dass wir keine Behörden ungerechtfertigt anpatzen werden, weder die Justiz noch die Polizei. Kritik werden wir üben, wenn sie angebracht ist. Aber eine Pauschalverdächtigung, wie wir sie von Ihnen gehört haben aus der ÖVP, werden Sie von uns nicht hören. Und wer das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat nicht endgültig zerstören will, liebe ÖVP, der sollte sich auch überlegen, was er zum Thema von Pressekonferenzen macht. Denn wer der Justiz mitteilen will via Pressekonferenz, dass keine Beweismittel da sind und andererseits den Bruch des Amtsgeheimnisses vorwirft, der darf sich nicht wundern, wenn das Grundbedürfnis der Bevölkerung in einem Vertrauen in den Staat schwerstens gestört wird. Werte Damen und Herren der ÖVP, ein Abgeordneter aus Ihren Reihen hat mir am Dienstag den Spruch, wer andere in eine Grube gräbt, nahegelegt. Eine sehr passende Redewendung in der derzeitigen Situation, wie ich finde. Er hat damit voll ins Schwarze getroffen. Denn jetzt sitzt die ÖVP in einer Grube, die ursprünglich für andere gegraben wurde. Und liebe Christdemokraten in der ÖVP, Sie werden doch sicher die Bibelgeschichte vom Propheten Daniel in der Löwengrube kennen. Und ich würde an Ihrer Stelle nicht darauf vertrauen, dass Sie aus Gottes Gnade aus dieser Grube errettet werden. Da werden Sie schon selber mithelfen müssen. Und wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann werden Sie ohne Kratzer aus dieser Grube wieder emporsteigen. Aber wenn sich die Vorwürfe, die bestehen, erhärten, dann werden es die scharfen Zähne der Justiz und des Untersuchungsausschusses sein, der ein biblisches Happy End verändern wird. Ein Bibelzitat zum Schluss von Christian Ries von der FPÖ. Kritik üben, ja, Pauschalverdächtigen oder Anpatzen von Behörden, nein, das werde es im U-Ausschuss nicht geben, betont er.